Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute, und willkommen zurück zu Salt 2. So, Leute, ich habe ein kleines Problem, denn ich hatte so viele Waypoints auf der Map, dass ich mir gedacht habe, lass uns die mal eben entfernen und uns auf eine Sache konzentrieren, nämlich auf Ibnors Quest. Die haben wir hier, Let There Be Light. Wir sollen die Laterne des Revealing, also das, was zeigt, was wir so nicht sehen können. Wir haben es getrackt und auf die Map gegangen, Leute. Und was soll ich sagen? Die wird nicht mehr angezeigt. Ich sehe nicht mehr, wo ich hin muss. Ich bin der Meinung, irgendwo in dem Bereich hier hinten soll das sein, aber ich habe da gerade keine Ahnung. Ich bin lost hier auf hoher See, obwohl ich hier an der Insel bin. Wir können höchstens noch mal schauen, dass wir uns eine andere Quest erstmal nehmen. Also damit können wir zu irgendeiner Mailbox. Die Crabs haben wir noch nicht geangelt. Bärenherzen, der zweite, beziehungsweise die zweite Quest für Bärenherzen. Das Ship-Manifest. So, selbst wenn wir den nehmen und tracken, wir sehen nichts mehr. Wir können die zwar annehmen, aber haben keine Möglichkeit mehr zu sehen, wo wir überhaupt hin müssen, Leute. Und da ist ein kleines Problem, würde ich sagen. Wir haben zwar in unserem Inventar die Karten, also die können, Moment, lass uns mal eben schauen, die könnten wir. Also wir sind hier und hier haben wir eine Sache, die wir vielleicht noch regeln können erstmal. Die andere Möglichkeit, die ich dann nochmal antesten will, wir müssen zurück zu Ebnor nochmal mit ihm reden und gucken, ob er uns die den Marker nochmal anzeigt. So, wir könnten momentan wirklich nur nach hier, damit wir erstmal einen Auftrag noch erledigen können. Also nach Nordosten geht die Fahrt. Wo ist unser Sextant? Den packen wir uns natürlich wieder auf die 4. Fahren vorsichtig schon mal los. Und im Nordosten ist unser Ziel. So, Speed. Nehmen wir noch ein bisschen Fahrt auf hier. Und ich hoffe, der zeigt uns jetzt hier auch den richtigen Weg. Also wenn wir an die Main Quest zurückgehen, also wie gesagt, ich werde nochmal zurück nach Ebnor, da werde ich mich hin teleportieren, die Schnellreise nehmen, nochmal mit ihm reden und nicht die ganze Fahrt unbedingt nochmal mit euch zusammen machen auf See, aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. So, die Richtung stimmt. Wir bleiben erstmal auf Kurs hier, Leute. Okay, sollte es das schon sein? Sollte das schon die Insel sein, die wir besuchen sollen?
um unsere Aufgabe. Auch diese ganzen Stein. Ich weiß es nicht. Nee, das kann die nicht sein. Die ist zu nah dran, Leute. Hier machen wir keinen allzu großen Abstecher hin, sondern gehen nur einmal kurz auf die Insel, kartografieren und fahren auch gleich weiter. Merkwürdiges Licht oder so, ne? Was meint ihr? Kommt hier Nebel auf? Doch, das könnte die sein, ne? Könnte die das schon sein? So, lass uns mal auf die Insel schnell. Hier noch mal eben nachschauen. Nee. Nee, okay, hier ist eine Insel. Wir müssen noch ein Stück weiter. Die muss sich dann aber auch direkt dahinter befinden, ne? Die muss sich dann auch direkt dahinter befinden. So, wird auch schon abends. So, nee, Leute, nee, 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 im Dunkeln hier machen wir nicht. Wir legen uns noch mal kurz hin. Essen eine Kleinigkeit, würde ich sagen. So. Und das da vorne. Ich denke mal, das dürfte unser Ziel für jetzt gleich sein. Dann mal los. Ist ja auch nicht allzu weit. Obwohl, die ist schön groß, ne? Da gibt es bestimmt einiges zu entdecken. Zwischendurch hakt er aber immer noch, ne? Der hakt halt immer zwischendurch. Jetzt sind wir zu weit. Das ist immer merkwürdig. Nee, 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 wir sind richtig. Okay, wir sind genau da, wo wir hinwollen. Dann suchen wir hier gleich mal den Merchant. Sicherheitshalber schnappen wir uns aber die Heiltränke. Wo haben wir sie? Hier auf die 4. Neue Insel.
Gesichert, Moment mal, die Axt, die will ich noch mal eben austauschen gegen die Spitzhacke. So, und dann suchen wir mal unseren Kunden. Auch wieder ein neuer. Auch was Neues, meine ich. Also das Looten nicht vergessen. Ich bin am Überlegen. Wir nehmen nur das, was uns jetzt so auf Anhieb entgegenspringt, würde ich sagen. Und alles andere. Alles andere, ja, da können Sie mal noch mal gucken. Aber auch das machen wir später. Wir suchen jetzt erstmal die Person, die den Katalog für den Händler haben will. Und wenn wir zwischendurch auch noch einen Briefkasten, so eine Mailbox finden, wäre das nämlich auch nicht schlecht. Denn dann könnten wir wieder da ist ein Bär, den will ich auf jeden Fall mitnehmen, Leute. Ja. Lootern und ein bisschen auf unsere Gesundheit achten. So, dann geht das weiter. Bäreninsel ist immer gut, denn da haben wir immer noch die Möglichkeit, ein paar Quests zu beenden. Ne? Haben wir da hinten noch einen gleich? Oder was ist das? Nee, ist nur eine Pflanze. Kräuter. So, wo ist unsere Zielperson? Meistens befinden die sich ja genau irgendwo am Strand. Und hier haben wir tatsächlich wieder einen kleinen Hafen. Das ist gut. Denn da haben wir auch wieder ein Mermaid's Cove. So, erstmal den Schnellreisepunkt aktivieren. Oh, was haben wir denn hier? So, komm, hier muss irgendwo der Schnellreisepunkt sein, oder nicht? Ja. Okay. So, die Trading Company. Wo haben wir die Trading Company? Bist du? Ist er. Ja, okay, cool. Dann geben wir das mal ab. Request updated. Heißt sie Request. Dann schauen wir mal, was will er denn? Return. Okay, da müssen wir nochmal zurück. Machen wir alles zu seiner Zeit. Wenn wir hier nochmal eben so ein klein wenig umschauen. Moinsen, Traveler.
Du bist mir eine große Hilfe. So, die Workbench, Leute, wir machen uns noch ein paar Pfeile. Ne, wir haben 36. Ach, scheiß drauf, komm. So, was wir haben wir. Are you a sailor? Nee, ich bin kein Seemann. Ich bin Herzchirurg. Ja, komm. Was hat er denn hier alles für. So, was können wir denn verkaufen, Leute? Bananen behalten wir, Barracuda. Einen einfachen Bogen, weg damit. Ich habe hier wieder 5000 Kompasse rumliegen. Reicht erstmal. Kommen wir, das machen wir später. Den ganzen Müll verkaufen, das machen wir später. So, wer bist du? Der Outfitter. Okay, auch das. So, ich suche aber erstmal. Ich suche gerade noch mal hier so die Mailbox, Leute. Das Säubern der Piraten ist klar. Haben wir noch was? Nee, leider nicht. So, mehr können wir momentan nicht abschließen. Was haben wir denn hier noch? Drei Kupferbänder, drei Eisenbänder. Ah, Leute, wir können natürlich hier auch diese Aufträge annehmen. Denn die, ich glaube, die können wir tatsächlich selbst herstellen. Wir akzeptieren erstmal wieder alles. So, das geht nicht. Und das geht auch nicht, denn solchen Auftrag, einen ähnlichen Auftrag haben wir momentan noch zu lösen. Okay. Oh, Entschuldigung. So, eins haben wir zumindest erledigt. Wir gucken noch mal Quests. Wir gucken auf die Map. Und ich hoffe, der zeigt uns nicht an, wo wir hin müssen, ne? Der zeigt uns nicht mehr an, von weh. Wo waren das? Bam. So, die sagen. Rusty Clam. Ich glaube, das war da, ne? Lass uns da mal eben hin. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir müssen erstmal hier. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier ein Dorf. Wir haben hier ein Dorf, so. Ein Brunnen hatte ich noch gesehen, wo wir hin können. Mehr. Na gut, wir lassen das erstmal. So weiß ich es zumindest. Okay. So, Fast Travel zur Krusty Klemm. Und ich denke mal, hier können wir uns unsere Belohnung abholen. Everything's for sale if you've got the gold. So, hab ich. Ein paar Bücher zur Gilde der Seeschüler oder Sea Scholars. Ja, komm, wir machen das auch noch.
bla 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 bla. Okay. So. Aber wenn wir schon mal hier sind, gehen wir einmal kurz in die Krusty Klamm. Reden nochmal mit Abnor und gucken, ob uns der Waypoint nochmal angezeigt wird. Ansonsten haben wir ein Problem, glaube ich. Underground Ruins. Okay. Also die Underground Ruins. Die Underground Ruins. Die könnte es sein, ne? Lass uns da mal den Wegpunkt nachschauen. Hier unten. Ist das hier? Nee. War das nicht viel weiter hier? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir uns da jetzt erstmal drauf verlassen, ne? Leute, dann werden wir halt ein paar Bücher wegbringen und uns dann so nach und nach durch unsere Maps arbeiten, so wie das aussieht, Leute. Komm zurück zum Schiff. Moment. So, wir haben schon wieder das Problem. Teilweise können wir uns zu unserem Schiff teleportieren, manchmal aber auch nicht. Machen wir die Schnellreise etwa ohne unser Schiff? Silber können wir noch nicht, ne? Ne, können wir noch nicht. Ne, unser Schiff ist hier nicht. Okay, dann machen wir das anders. Warte mal, wir könnten. Wir waren zuletzt, glaube ich. Zuletzt waren wir hier. Nee, da. So, fast travel, yes. Und hier müsste unser Schiff dann gleich sein, ne? So. Wir schauen uns dann beim nächsten Mal noch kurz hier im Dorf um, reden ein bisschen mit den Leuten. Und dann wollen wir auch zusehen, dass wir ein paar Quests noch mal geschafft kriegen. Vorausgesetzt, Leute, denn da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ihr habt da Bock drauf. Lasst mir doch mal in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal eventuell wieder hier bei Soul 2. Wie gesagt, vorausgesetzt, ihr habt weiterhin Interesse an dem Spiel. Bis dahin, ich sag ciao, ciao. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.